Stefanie Hertel, einer der berühmtesten deutschen Volksmusikstars, erlebte einen der größten Schmerzen ihres Lebens, als ihr Vater Eberhard Hertel im Krankenhaus starb. In einem emotionalen Interview gestand Stefanie, dass der Tod ihres Vaters ein schmerzhafter Schock für die Familie war und emotionale Wunden hinterließ, die schwer zu heilen sind. Eberhard Hertel, geboren am 29. November 1938, ist ein beliebter Volkssänger in Deutschland. Er widmete sein ganzes Leben der Musik und hinterließ durch seine süßen und emotionalen Lieder einen tiefen Eindruck in den Herzen des Publikums. Eberhard ist nicht nur ein talentierter Künstler, sondern auch ein vorbildlicher Vater, der seine Tochter Stefanie Hertel stets in ihrer musikalischen Karriere unterstützt und begleitet. Eberhards musikalische Karriere wurde zu einem soliden Fundament für Stefanie, die in die Fußstapfen ihres Vaters trat und eine berühmte Künstlerin wurde. Eberhard ist nicht nur Inspirationsquelle, sondern auch Lehrer und treuer Begleiter von Stefanie auf ihrem künstlerischen Weg. In den letzten Tagen seines Lebens wurde Eberhard Hertel wegen schwerer gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus eingeliefert. Stefanie Hertel blieb während dieser Zeit an der Seite ihres Vaters und versuchte alles zu tun, um ihm bei der Überwindung seiner Krankheit zu helfen. Allerdings verschlechterte sich Eberhards Gesundheitszustand allmählich und er starb schließlich im Krankenhaus. Stefanie erzählte, dass die letzten Tage im Leben ihres Vaters wirklich schmerzhaft und schwierig waren. Eberhard ertrug viele körperliche Schmerzen, bewahrte sich aber stets einen Geist des Optimismus und der Widerstandskraft. Er wollte nicht, dass sich seine Tochter und seine Familie Sorgen machten, und versuchte immer, ein Lächeln auf seinem Gesicht zu behalten, auch wenn der Schmerz unerbittlich war. Der Tod von Eberhard Hertel war für Stefanie und ihre Familie ein großer Schock. Der Schmerz über den Verlust ihres liebenden Vaters machte Stefanie unfähig, ihre Gefühle zu zügeln. Sie hatte das Gefühl, als würde die Welt um sie herum zusammenbrechen und ihr Herz würde auseinandergerissen. Stefanie erzählte, dass ihr Vater nicht nur ein großartiger Künstler war, sondern auch eine Person, die ihr Leben und ihre Karriere tiefgreifend beeinflusst hatte. Stefanie drückte auch ihr Bedauern darüber aus, dass sie ihrem Vater in seinen letzten Tagen nicht mehr helfen konnte. Sie fühlt sich schuldig, weil sie den Schmerz und die Einsamkeit, die ihr Vater ertragen musste, nicht stoppen konnte. Stefanie wusste, dass das Gefühl der Hilflosigkeit ihr das Herz brach, obwohl sie alles tat, was sie konnte. Obwohl der Verlust groß ist, weiß Stefanie Hertel, dass sie weiterhin nach den Werten ihres Vaters leben und arbeiten muss. Sie erinnerte sich an die schönen Erinnerungen, die sie miteinander geteilt hatten, von gemeinsamen Auftritten, gemeinsamen Musizieren bis hin zu herzlichen Familienmomenten. Diese Erinnerungen sind für Stefanie nicht nur eine Quelle der Ermutigung, sondern auch ein großer Trost in dieser schwierigen Zeit. Stefanie teilte mit, dass die Liebe und Erinnerungen an ihren Vater für immer in ihrem Herzen leben werden. Sie weiß, dass ihr Vater sie, auch wenn sie nicht mehr da ist, immer aus der Ferne beobachten und unterstützen wird. Stefanie ist fest entschlossen, bei guter Laune zu bleiben und den musikalischen Weg fortzusetzen, den ihr Vater ihr gezeigt hat. Der Tod von Eberhard Hertel ist nicht nur für seine Familie, sondern auch für Fans und Freunde ein großer Verlust. Viele Menschen haben Stefanie und ihrer Familie ihr Beileid und ihre Ermutigung ausgesprochen. Briefe, Nachrichten und Blumen wurden als Hommage an einen Künstler verschickt, der sein Leben der Musik und Kunst gewidmet hat. Stefanie teilte mit, dass die Unterstützung und Zuneigung der Fans ihr geholfen habe, sich einigermaßen getröstet zu fühlen. Sie weiß,
dass ihr Vater ein wertvolles musikalisches Erbe und schöne Erinnerungen in den Herzen des Publikums hinterlassen hat. Dies gibt ihr mehr Motivation, ihre Karriere fortzusetzen und die Werte beizubehalten, die ihr Vater gelehrt hat. Nach der Beerdigung standen Stefanie Hertel schwere Tage bevor, ohne ihren Vater an ihrer Seite. Der Schmerz über den Verlust ist immer noch da, aber sie weiß, dass sie weiter leben und arbeiten muss. Stefanie ist fest entschlossen, bei guter Laune zu bleiben und den musikalischen Weg fortzusetzen, den ihr Vater ihr gezeigt hat. Sie hat wieder angefangen zu arbeiten, nimmt an Auftritten teil und nimmt neue Lieder auf. Musik ist nicht nur ein Beruf, sondern auch eine Therapie, die ihr hilft, Schmerzen zu überwinden. Stefanie weiß, dass ihr Vater immer aus der Ferne auf sie aufpassen und sie unterstützen wird, und das hilft ihr, sich im Leben geerdeter zu fühlen. Der Tod von Eberhard Hertel ist ein großer Verlust für Stefanie Hertel und ihre Familie. Der Schmerz über den Verlust ihres liebenden Vaters machte Stefanie unfähig, ihre Gefühle zu zügeln, aber sie wusste, dass sie weiterhin nach den Werten leben und arbeiten musste, die ihr Vater lehrte. Die Unterstützung und Zuneigung der Fans hat ihr geholfen, sich einigermaßen getröstet und motivierter zu fühlen, ihre Karriere fortzusetzen. Das Leben ist nicht einfach, aber mit einem belastbaren Geist und der Liebe von Familie, Freunden und Fans wird Stefanie Hertel weiterhin alle Schwierigkeiten überwinden und das musikalische Erbe bewahren, das ihr Vater hinterlassen. Und dann werden die Antworten genau nach diesen verschiedenen Kriterien analysiert. Ein anderes Item ganz am Ende der Geschichte. Der Hund hat sich den Luftballon geschnappt, er fliegt weg und winkt. Schau mal, die Jungen winken zurück. Und was macht Lise? Das ist hier rechts dieses blonde Mädchen mit dem Pferdeschwanz. Und da antworten die Kinder sowas. Sie will, dass er runterkommt, auch winken, sagt auch Tschüss, die winkt auch zurück. Die macht das Gleiche, die macht so. Die will ihn schnappen, also teilweise auch mit Gestik unterstützt. Und Sie sehen auch hier an den Antworten, kann man dann eben genau analysieren, hat das Kind die Verb-Zweitstellung schon erworben und ist das Verb flektiert passend zum Subjekt. In diesem Fall, und was macht Lise, wäre natürlich auch völlig adäquat zu antworten, auch winken. Ja, wir brauchen noch nicht unbedingt die Verb-Zweitstellung, sondern auch winken wäre natürlich auch passend, so wie ich Ihnen das am Anfang ja auch gezeigt habe. Und hier ein drittes Item. Warum macht der Hund so ein trauriges Gesicht? Wir entdecken also diesen Hund in dieser Tonne. Und hier geht es, passend zur Warum-Frage, darum, möglicherweise Nebensätze zu elizitieren. Und das sind jetzt Antworten auch aus Studien von Kindern, hier jetzt auch das Alter dabei stehen und die Kontaktmonate, KM, die Abkürzung, wie lange hat das Kind schon Kontakt zur deutschen Sprache? Und dann sind da eben Antworten wie, weil der wollte nicht da drinnen bleiben, weil dieser ist da und dieser viel weinen, weil der ist im Mülleimer, weil der nicht alleine rauskommen konnte, wegen der das reingetan hat, der nicht kommt raus da. Ja, das heißt, Sie sehen, das sind Kinder, einige können schon einen quasi bilderbuchartigen Nebensatz produzieren, weil der nicht alleine rauskommen konnte, nach 10 Kontaktmonaten, ganz beeindruckend. Andere sind auf dem Weg zur Nebensatzstruktur, da ist häufig so etwas wie wegen der das reingetan hat, also auch so Übergangslösungen. Und diese Äußerung kann man dann wunderbar danach analysieren. Gibt es schon eine Konjunktion? Ist das Verb flektiert? Steht es schon am Ende, so wie es sich im Nebensatz gehört sozusagen. Ja, das heißt, dieselben Fragen im Prinzip, die ich Ihnen vorhin schon präsentiert habe, werden in diesem Verfahren verwendet und das funktioniert ganz gut. Ein kleines Zwischenfazit, Fragen, die satzwertige Antworten erfordern, sind besonders relevant für die Beurteilung sprachlicher Fähigkeiten. Zeigt ein Kind anhaltende Schwierigkeiten im Erwerb von Verben? In Bezug auf Umfang des Verblexikons, die Verbstellung, Flexion, Finitheit, bedarf es auf jeden Fall einer weiteren Abklärung durch einen Therapeuten.